Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Leontine Meyer vom Mensch und ich bin die Programmdirektorin des Hauses und ich freue mich sehr, hier heute Abend zu stehen. Es ist nämlich der letzte, es ist der letzte Veranstaltung unseres Kultursommers der starken Frauen. Und wir schließen diesen Kultursommer auch mit 5 oder eigentlich 6 starke Frauen heute Abend. Wir hatten 4 Jazz in the Gardens, 3 Lesungen, 1 Sommerfest und die lange Nacht der Museen. Und es geht nicht primär um Zahlen, aber wenn die Zahlen sehr gut waren, dann möchte man die doch auch gerne teilen. Wir hatten insgesamt 6.570 Gäste während unserem Kultursommers und darüber freuen wir uns sehr. Nächstes Jahr gibt es wieder einen Kultursommer, können Sie jetzt schon in Ihren Kalender eintragen und dann werden wir uns mit Jerusalem befassen. Und diese Lesung ist konzipiert von Michal Samir, sie ist von der Hebräische Bücherei Berlin. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und wir hatten schon eine Kooperation mit der Hebräischen Bücherei, schon 2014 und dann ging es um Israelis in Berlin. Und nächstes Jahr werden wir wieder miteinander kooperieren. Es ist einfach zu nett und zu interessant und zu inspirierend. Und dann werden wir ein Literaturprogramm zu unserer Ausstellung Welcome to Jerusalem zusammenstellen. Michal hat gemeinsam mit meinen Kolleginnen das JMB Kultursommerteams, Adina Laumburger und Sinje Rosbach, diese Veranstaltung konzipiert. Und heute Abend haben wir einen hebräisch-deutschen Dialog der Dichterinnen. 2 israelische Lyrikerinnen, die in Berlin leben, Maya Kupermann und Zahafa Kalfa, und 2 Deutsche, die Israel gut kennen, Gundela Schiffer und Heike Willingham. Und das Ganze wird moderiert von der Literaturwissenschaftlerin Jael Almog. Jael Almog wird die Teilnehmerinnen biografisch viel stärker vorstellen. Sie kriegen am Ende noch die Gelegenheit für Fragen und ein Gespräch. Aber bevor das Wort an die Moderation des Abends gegeben wird und das Panel natürlich, begrüße ich sehr, sehr herzlich Michal Samir von der Hebräischen Bücherei. Vielen Dank. Dear guests, I thank you all for coming to an event of the Hebrew Library. I would like to thank the Jewish Museum for supporting this event and for hosting us here. Special thank you to Ms. Adina Lauenburger from the Jewish Museum for her patience and her professional support. Our event today is called Inzwischen Zeilen, Israelische und Deutsche Dichterinnen. 2 Israeli poets who live and write in Germany today and 2 German poets who lived in Israel in the past will read their poems and share their reflections about homeland, mother tongue, immigration, womanhood, and the common history. During the evening, the 4 women will discuss with us, among other things, what brought them to Israel or Germany, how the past influences their poetry, and how the poems reflect experiences of female migration. Maya Kupermann, Zehava Khalfa, Gundula Schiffer, and Heike Willingham will share the poetry with us in Hebrew and German. Our moderator is Dr. Jael Almog. Almog is a scholar of literature and cultural history. She served as an associate of the Center of Literary and Cultural Research, Berlin, CEFEL. She is currently a postdoctoral researcher of intellectual history at the University of Göttingen. She currently teaches Jewish studies at the Technical University of Berlin. I hope you will enjoy the evening and the booklet of poems we prepared for you, both in Hebrew and German. Thank you.
Michal Zamir und vielen Dank an das Jüdische Museum Berlin, bei dem wir heute zu Gast sind. Also rechts von mir sitzt Gundula Schiffer. Sie lebt als Literatin, Poetin und Übersetzerin aus dem Hebräischen, Französischen und Englischen in Köln. Sie studierte allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie in München und widmete sich anschließend der hebräischen Sprache und Literatur, unter anderem an der Hebräischen Universität in Jerusalem. 2010 folgte die Promotion über die Poesie der Psalmen in der Übersetzung von Moses Mendelssohn. 2014 erhielt sie für ihre Arbeit an Lea Goldbergs Roman Avedot, also auf Hebräisch, auf Deutsch Verluste, Antonia gewidmet, das erste Nachwuchsstipendium für Literaturübersetzer der Kunststiftung NRW. Ihre Gedichte wurden bisher unter anderem in der Axel Kutsch herausgegebenen Anthologie Versnetz der deutschsprachige Lyrik der Gegenwart, veröffentlicht. Also Ende Januar 2017 erschien ihr erster Lyrikband Jerusalem Köln, Süden über meinem Buch. Und ich möchte gerne sagen, also wir haben, glaube ich, einen Büchertisch dabei. Und ich wollte auch dazu sagen, also die Webseite von der Hebräischen Bücherei Berlin, also der Sifria Ivrit Berlin, dort kann man ja auch Texte finden, die dann zum Beispiel von Maya Kupermann und Zehava Khalfa geschrieben wurden. Dann, ja, und wir fangen dann an mit einem Gedicht von dir. Ja, erst auch mal von mir ganz herzlichen Dank, Michal Zamir, für die Einladung, das Jüdische Museum für diese Einladung. Es ist ganz wunderbar, hier lesen zu dürfen mit so wunderbaren Kolleginnen. Und ja, vielen Dank dafür. Nahost in Köln-West. Im Stadtwald stehen ein paar Kiefern zusammen, unscheinbar hinter einer Bank, die kleine Ecke, der leichte Hügel am Wegesrand. Verglichen mit dem Rest an Wald nicht größer als die Fläche eines Sonetts. Goldbergs 14-Zeiler auf die Kiefer säuselt im Wind aus diesen Ästen, in denen Bilder aus zwei Landschaften, Europa und Asien, sich gegenüberhängen. Selbst im Kölner Westen ragen die Stämme aus einer kleinen Sandschicht wie Kerzen in einer orthodoxen Kirche. Sommers ist der Boden so unbeschwert, man könnte ihn ausrollen, fantastisch, zu einem fliegenden Sonettenteppich, Jerusalemwald über Staub und Stein. Stimmt, kommt der Winter, liebe Lea, tragen diese Bäume eine Haube aus Schnee. Schlimmer im Rheinland, ein Regenschirm, die Nadeln tropfen, Sand wird zu Matsch. Das Singen fällt schwer, längst die Vögel fortgezogen übers Meer, werfen die Heimat jetzt wie einen Anker aus am anderen Ufer. Doch bleibt in der Luft ihr Schwirren vor Schmerz vom Überbrücken. Und wir Sprechenden? Sag, wo legen wir die Strophen ab? Wie dichten wir uns hin und her? Irgendwo zwischen Vogelfrei und Wurzelwerk wandelt eine Sprache durch die Welten, ein Schneckenhaus unverrückt auf dem Rücken. Ja, vielen Dank. Okay, du arbeitest eigentlich als Übersetzerin oder unter anderem Hebräisch-Übersetzerin und ich wollte einfach fragen, wie bist du eigentlich drauf gekommen? Das ist eine verschlungenere Geschichte, die, glaube ich, schon ein bisschen in meine Kindheit zurückreicht, aber es ganz kurz zu fassen, verdanke ich das wirklich dem Studium in München. Ich wollte nie Germanistik studieren, sondern immer vergleichende Literatur, also war sehr neugierig auf fremde Literaturen und in der Literaturwissenschaft in München war die literarische Übersetzung ein ganz wichtiger Teil. Also man hat literarische Übersetzung als Teil der Weltliteratur sozusagen angeschaut und ich fand das total spannend und mochte nicht so gerne den kulturwissenschaftlichen Zugriff. Also ich wollte mit dem Materialsprache arbeiten und habe automatisch angefangen, Gedichte zu übersetzen, erst aus dem Französischen und so hat das immer weiter seinen Lauf genommen. Dann entdeckte ich später Lea Goldberg, begann bei den
Theologen Hebräisch zu lernen. Das war dann irgendwie so ein wirkliches, hat mich in die Sprache verliebt, bin dabei geblieben und habe mir dann irgendwann überlegt, ich will mit Literatur ja leben, und dann ist die literarische Übersetzung natürlich ein toller Weg, weil das ist Literatur, die schon irgendwie gebraucht, also die veröffentlicht werden soll, und ich dachte, das kann ich ganz gut mit meinem eigenen Schreiben kombinieren. Und war auch 2003 schon das erste Mal in Strahlen in NRW. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Gibt es ein Übersetzerhaus? Da kommen Übersetzer zusammen und reden über ihre Übersetzungen. Und ich fand das toll. Und da wusste ich auch schon, man kann das irgendwie professionell machen. Und dann müssen wir so weiter. Ja. Das ist ganz interessant, weil tatsächlich hält dein Gedicht, das du gerade vorgelesen hast, das, es hält einen Dialog mit Lea Goldberg, den du früher übersetzt hast. Mhm. Also gibt es ja, oder vielleicht frage ich das so, inwiefern wird deine Dichtung von deiner Übersetzungsarbeit beeinflusst? Mhm. Und genau, wie beeinflussen vor allem diese verschiedenen Figuren deine eigene Arbeit? Also ganz stark. Für mich ist Literatur so eine Art von Postverkehr. Also Lesen, Schreiben, Übersetzen sind für mich eigentlich drei Dinge, die ständig irgendwie ineinander fließen. Und ein bisschen sind meine Gedichte oft sowas wie eine Totenbeschwörung auch. Sozusagen, ich trete in Dialog oftmals mit Totendichtern, spreche sie an, nehme Bezug auf ihr Werk, oder viele Versatzstücke aus anderen Gedichten kommen auch in meinen Gedichten treten nach oben. Es ist tatsächlich, dass ich als Dichterin mich in einem Dialog, in einem poetischen Universum fühle, nicht irgendwie schwebend alleine, sondern nehme Bezug. Und es ist tatsächlich so, dass ich das Übersetzen auch als Inspiration für die eigene Arbeit empfinde. Also man macht ja eine ständige Sprachbetrachtung, und das kommt natürlich in den eigenen Gedichten dann auch wieder nach oben. Ja. Und gibt es eigentlich andere literarische Quellen, die für dich besonders wichtig waren oder sind? Du meinst speziell jetzt Autoren? Ja, also ich glaube, dass ich überhaupt, seitdem ich mich mit dem Hebräischen beschäftige, kann es möglicherweise sein, dass ich mehr durch die hebräische Poesie als durch die deutsche beeinflusst bin. Ich merke das auch, wenn ich mit meinen Kollegen lese, dass das bei mir immer sehr anders, also dass ich eine Art von anderer poetischen Tradition, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn ich ein Gedicht lese, weil ich mich ja auch selbst übersetze und das immer mehr anfängt, also kleine Gedichte auf Hebräisch mache, denn die poetischen Traditionen, die Hebräische und die Deutsche sind meiner Meinung nach sehr verschieden. Es gibt Dinge, die kann ich auf Hebräisch machen, zum Beispiel über Sehnsucht sprechen, Tschuka oder Gargoe, Bivritz Efscha, Aval Bgermanit, Efscha Shura, ich sehne mich nach, wie Efscha, Aval Bivritz Emashuacher, also auf Hebräisch ist das anders. Das würde ich sagen. Dann hat mich von vornherein bei der hebräischen Literatur, die viele Autoren der modernen hebräischen Poesie sind ja mehrsprachig von selbst schon. Also sehr spannend finde ich Ludwig Strauss. Da gibt es ein Gedicht, ganz schöne Geschichte. Ludwig Strauss war ja eigentlich das unvergessen, ein großer deutscher Dichter. Er hat über Hölderlin promoviert und eigentlich bis zu seinem 30. Lebensjahr auf Deutsch Oden geschrieben, ist dann nach Israel emigrieren müssen und hat dann ins Hebräische gewechselt. Und es gibt ein Gedicht von ihm, Ella Mivratz. Und das hat er auf Hebräisch geschrieben und nachher sich selbst ins Deutsch übersetzt. Und keiner wusste mehr, wer es Original und Übersetzung ist. So Sachen finde ich sehr, sehr spannend. Oder Tuvia Rübner, der auf Deutsch geschrieben hat, dann auf Hebräisch und der jetzt wieder auf Deutsch schreibt. Und wenn ich seine deutschen Gedichte lese, dann merke ich, dass da seit 60 Jahren aber keiner mehr auf Deutsch mit ihm gesprochen hat. So Sachen finde ich total spannend. In der Gegenwartsliteratur schaue ich mich jetzt auch wieder um, weil ich sage, Gunula, du musst doch auch deine deutschen Kollegen lesen. Finde ich Dichter spannend, die zugleich Dichter und Übersetzer sind. Ich bin ein großer Fan von Elke Erb, die aus dem Russischen übersetzt und auch, glaube ich, in Berlin lebt. Uliana Wolf, Dagmara Kraus, also auch die mit Sprache spielen und einen Dialog mit dem Englischen oder dem Polnischen und so treten. Das finde ich sehr spannend, ja. Ja, das ist interessant. Es gibt, wie du sagst, eine lange Tradition von Mehrsprachigkeit, halt, die dann sehr stark, die sich sehr stark auf Hebräisch und Deutsch bezieht. Dichter wie Porzellan zum Beispiel, aber auf jeden Fall auch diejenige, die du erwähnt hast. Also eine letzte Frage, wie war das für dich tatsächlich, diesmal eigene Gedichte übersetzen zu lassen? Und macht das eigentlich einen Unterschied, dass
diese Gedichte von in Berlin lebenden israelischen Migrantinnen übersetzt worden sind. Ich hätte mich natürlich nicht geträumt, dass ich gerade so schnell schon ins Hebräische übersetzt werde. Natürlich habe ich mir gewünscht, dass ich ins Hebräische übersetzt werde und nicht irgendwie ins Englische, sondern das war natürlich der Wunsch. Es war aber von vornherein sozusagen im Rahmen dieses Projekts, was wir hier hatten. Und ich habe den Übersetzerinnen sehr vertraut, weil sie beide Dichterinnen sind. Also ich wusste selbst, ich wusste ja nicht, wie gut das Deutsch ist. Also ich habe das auch einfach gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal. Und ich wusste, ich werde viel helfen müssen. Aber ich habe das auch ein bisschen gesucht. Also mir hat das zum Beispiel Spaß gemacht, dann auch mal selber das zuerst zu übersetzen und zu gucken, was geben mir Sahava und Maya aus ihrer Muttersprache dann für Impulse, die ich niemals wissen könnte. Also das war so ein bisschen besonders für diesen Rahmen. Und jetzt bin ich den beiden natürlich sehr dankbar, weil jetzt kann ich endlich israelischen Freunden, die kein Deutsch können, Gedichte zeigen. Ne? Ja. Und du liest uns für uns noch ein Gedicht. Mhm. Das ist auf Seite 9, glaube ich, in dem Band. Ja. Also mir übers Haupt zwei Türme. Genau, mir übers Haupt zwei Türme. Übrigens eine Literatur, die für mich natürlich auch ganz wichtig ist, sind die Psalmen bis jetzt. Ich halte die Zelim Shirim Gedolim. Und mir übers Haupt zwei Türme ist natürlich eine Anspielung auf Psalm 137. An den Türmen von Babel saßen wir. Genau, und natürlich die Türme vom Kölner Dom. Mir übers Haupt zwei Türme. Breite die Arme aus, halte auf der linken Hand Köln, auf der rechten Hand Jerusalem. Erhebe beider Städte Freude, mir übers Haupt, zwei Türme. Vergäß ich dein, Regenblus, Goldesreigen, zerfiele meine Mitte, ginge entzwei. Ich trage ein Bild mit mir herum, wie ein nördliches Haus, ein Fenster zum Süden. Ein Tirza, Lea, Rachelzimmer aus Stein, wo die Sonne ihren warmen Kopf mit Sicherheit an meine Schulter legt und lange, lange dort ruhen lässt. Während jenseits des Meers Regentränen über die Scheiben laufen, grau in grau, und nur eine poetische Vision, Sommersprossen sehen, sie ins Hebräerland säen kann. Vogelfrei, grenzenlos angenommen, Worten allein angehörend, ein Leben lang Al-Hassav auf der Schwelle. Danke. Okay, Maya Kupermann, sie ist Dichterin und Journalistin, ist in Haifa geboren. Und ihr Buch, ihr Lyrikband Sfat Em, Muttersprache, erschien in Israel 2007 und hat verschiedene Preise gewonnen, unter anderem einen Preis des Bildungsministeriums Israels. Ihre Dichtung wurde übersetzt ins Englische, Portugiesische, Französische und Deutsche. Maya lebt und arbeitet in Berlin seit 2011 und sie arbeitet momentan an ihrem zweiten Buch. Und du liest uns ein Gedicht vor? Ja. Also auf welcher? 26. Thank you, Yael and Michal and the Jewish Museum for having us. Page 26. שואלת את התן בחלוני. אני מנסה לתפוס ברגלי הציפורים שיקחו אותי לכל הרוחות, ובינתיים שואלת את התן בחלוני, איפה האהבה הגדולה שחיכיתי שתצמח בחיי כמו דבשת? לאן הלכו כל אלה שנטלו את ליבי כמו ידיים? אני, שמעולם לא הצלחתי ללמוד את לוח הכפל, חיברתי וחיסרתי כל כך הרבה אנשים מחיי. גם הבוקר יצאתי את ביתה של זו שאהבתה יבשת, הולכת ומצטמקת. אנקוב בשמות כל הדימויים, שוב ושוב ושוב, כילדה, עד שאצליח לומר בקול רם, ריקות ומשוגעות עיניה של זו שאהבתי בכל כוחי ומאודי, ועייפתי כל כך מן ההמתנה, שכעת, בליל ירח חסר, כל מבוקשי
ולשכב ולישון כמו ליבה. Okay, ich stelle jede Frage erstmal auf Hebräisch vor und dann auf Deutsch. לספר השירים הראשון שלך שפרסמת לפני ההגירה שלך קראת שפת אם, ורציתי לשאול באיזה אופנים העיסוק שלך בחוויית ההגירה ממשיך או משנה את העיסוק הקודם שלך בשאלות של מת השפה, וספציפית באיזה אופנים הוא ממשיך את העיסוק שלך בשאלה, או כלומר, באיך השפה מתנה תחושות של השתייכות ושל הגדרה עצמית. Okay, so ich frage auch auf Deutsch. Also deinen ersten Lyrikband hast du Muttersprache genannt. Inwiefern wurde deine Beschäftigung mit philosophischen Fragen über die Sprache von deiner Migrationserfahrung beeinflusst? Zum Beispiel die Frage, inwiefern kreiert der Sprachgebrauch Gefühle von Zugehörigkeit und Identität? אני חושבת שאחת הפעמים הראשונות שחשבתי על לעזוב את הארץ, האופציה הזו של לעזוב את ישראל, שוחחתי עם מישהי שהייתה סוג של מנטורית שלי לשירה, הייתי מאוד מאוד צעירה, הייתי בת 15, והסתכלה עליה ואמרה לי, את לא יכולה לעזוב את ישראל, השפת אם שלך זאת עברית, עברית זאת המולדת שלך, שפת אם זאת מולדת. ולקח לי קצת זמן להבין את זה ולמה היא התכוונה. וזו הייתה חוויה קצת כואבת באמת, להגיע בתור מהגרת ולנסות לספוג שפה אחרת לתוכי. כלומר, ככל שניסיתי לאמץ את הגרמנית לתוכי, גיליתי שזה איזשהו מאבק, ואיזשהו חשש שלי להתרחק מהעברית, משהו שאכן לצערי קצת קרה, מכיוון שמאז שאני בברלין, כעבור כמה שנים התחלתי לכתוב בעיקר באנגלית. Okay, ich übersetze dann deine Antwort. Naja, also als ich daran gedacht habe, Israel zu verlassen, habe ich mit einer Frau gesprochen, die war dein Mentor, als du 15 warst, und diese Frau hat dir gesagt, du kannst Israel nicht verlassen, weil das ist deine Muttersprache und Muttersprache heißt Heimat. Und dann sagte Maya, das war tatsächlich so, dass es ja eine sehr schmerzhafte Erfahrung war, dann auszuwandern und eine neue Sprache zu lernen, in der Tat Deutsch. Und sie hat dann zum Schluss gesagt, tatsächlich ist es so passiert, dass du dann dich vom Hebräischen so ein bisschen distanziert und du hast gerade angefangen, auch auf Englisch zu schreiben. Willst du noch was dazu sagen? Weil das war sozusagen, also ich wollte das noch kurz נוסף לזה, קצת כמה שנים מאוחר יותר, שוחחתי עם חבר קרוב אחר, והוא אמר לי, הוא דווקא דיבר בשבחי הזרות, שבעיניי זה שבחי ההגירה, שזה קשה להיות זר, תמיד, מצד שני זה חלק מהעבודה של משורר או של אדם כותב. זאת עמדה שטוב לאמת, זו עמדה שטוב להיות בה, והזרות הזאת זה לא איזושהי עמדה שהייתה לי זרה או שהרגשתי באמת בפעם הראשונה רק כשהגעתי לגרמניה בתור מהגרת. ואני עכשיו חושבת על זה אחרי 6.5 שנים בברלין, שהגירה זה סוג של מצב טבעי של אדם כותב, כמו שלכתוב שירה עבורי זו תמיד פעולה של תרגום. גם אם אני כותבת בעברית, או גם אם אני כותבת באנגלית, זה תמיד יהיה תרגום של איזושהי חוויה שאני עוברת, שאני מנסה לתרגם הלאה. אבל כן, החוויה של הגירה היא המשך טבעי מבחינתי של הכתיבה. אז היא לא באמת מצב זר חדש, אולי אחר. אוקיי, מה יזקת? Eigentlich nach einigen Jahren kam eine andere Freund und hat gesagt, er hat, naja,
das Fremdsein-Gefühl so ein bisschen gelobt und hat gesagt, tatsächlich fremd zu sein, Migrant zu sein, das ist ein Teil der Erfahrung eines Schriftstellers oder eines Dichters. Fremd sein, das ist, sagt Maya, das ist ein Gefühl, was du dann immer hattest tatsächlich. Das heißt, auch wenn du, als du in Israel gelebt hast. Und sie sagt, nach 6,5 Jahren in Berlin habe ich das Gefühl oder habe ich den Eindruck, Emigration, das ist eigentlich der Zustand eines Dichters. Und vielleicht ganz am Ende nur dein letzter Kommentar war, wenn du Dichtung schreibst, übersetzt du sowieso. Salat Averel Zeon? Bleib im Schach. Okay, also wie war das für dich eigentlich, ich frage auf Deutsch und dann auf Hebräisch, wie war das für dich eigentlich vor den heutigen Abend Dichtung zu übersetzen? זו הייתה חוויה מרתקת, וגם בשבילי הייתה מאוד מרגשת, כמו שגונדולה אמרה. אני חושבת שמעשה תרגום, כשניגשים לשיר ולשפה, הוא חייב להיות מעשה מאוד מאוד אוהב ומאוד מאוד רגיש. כלומר, אני לא הייתי יכולה לתרגם טקסט שלא אהבתי או שלא התחברתי אליו מאוד. ובשבילי תמיד גם אחרי מעשה התרגום, הוא מקרב אותי גם לשפה, כמובן. בשבילי זאת הדרך באמת להתקרב לגרמנית, לתרגם שירה באמצעותה. וזה היה לי מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד מעניין. כמובן אהבתי את השיר עוד יותר אחרי שתרגמתי אותו, כי הרגשתי שזה ככה מתקרבים אליו יותר לליבה שלו. זה היה לי מאוד מאוד מעניין, הייתי רוצה להמשיך בזה. Man kann so viel entdecken. Also man könnte quasi darüber einen ganzen Abend machen, indem man unsere Übersetzungen anschauen würde und was da passiert ist. Also das wäre ein anderes Thema, aber man könnte sozusagen, genau, ja. Weil es natürlich spannend ist zu sehen, wie Maya bestimmte Dinge gelöst hat oder Sahar, weil da könnte man, ne? Vielleicht übersetze ich erstmal die Antwort. Also sie sagte, Maya, das war, also sie war, fand das faszinierend, Dichtung zu übersetzen ins Deutsche. Ins Hebräische, vom Deutschen. Und sie hat gesagt, wenn man Dichtung übersetzt, das ist eine also liebevolle Aktivität. Also ich konnte eigentlich keinen Text übersetzen, den ich nicht toll finde oder zu dem ich keine Verbindung habe. Und sie sagt tatsächlich, eigentlich, Gundula, also die Dichtung von Gundula übersetzt, hat gesagt, sie fand die Texte toll und hatte auch das Gefühl, dass also verbessert, sagen wir mal, oder vertieft deine Beziehung zur Sprache, also zum Deutschen, dass du, ja, sich klar, gesagt hast, dass du nicht mehr. Okay, also du liest für uns noch ein Gedicht. Ja. Wir haben das nicht gelesen, ja. Lokarano et Ashir Begamanit. Ah, Lokarano et Ashir Begamanit. Ah, okay. Ja, Entschuldigung. Ja, wir lesen das erste Gedicht nochmal auf Deutsch. Ja? Ja, okay. Den Schakal an meinem Fenster fragend. Ich greife nach den Beinen der Vögel, damit sie mich in alle Winde tragen. Und frage vorerst den Schakal an meinem Fenster, wo denn die große Liebe sei, die ich erwartete, die in meinem Leben wachsen sollte, wie ein Höcker. Wohin gingen alle jene fort, die mein Herz ergriffen, wie Hände? Ich, die ich niemals das Einmaleins zu lernen vermochte, addierte und subtrahierte so viele Menschen in meinem Leben. Auch heute Morgen ging ich aus dem Haus der Frau, deren Liebe ein schrumpfender Kontinent ist. Die Namen aller Vergleiche werde ich aufzählen, wieder und wieder, wie ein Kind. Bis es mir gelingt, laut zu sagen, leer und irr sind die Augen der Frau, die ich mit aller Kraft und Macht liebte. Und ich bin des Wartens so müde, dass ich jetzt in einer Nacht des abnehmenden Mondes nur noch eines will, liegen und schlafen, wie ihr Herz. Aus dem Hebräischen übersetzt von Lydia Böhmer.
The next poem is from page 29, and that, yeah, the translation would be on page 30. אוויר דחוס וריח יין ממלא את הבתים. מתחנה לתחנה נודדת הרכבת. בלב ובפנימה כולנו קבצנים. ובלילות איני נרדמת, שבויה בחלומה. האישה אשר אני אוהבת, גם בליבה חומה. בולצאנו, וינה, תל אביב, ברלין, חיפה. 30 שנה מחוץ לבטן, אמא. לעולם נוסעת סמויה. האוויר דחוס וקצף בירה נשפך מן הברזים. גם אם אנסה, לא אשכחך ירושלים. בחצות השירים מגורשייך, שיר תוגת המהגרים. Mit drückender Luft und Weingeruch füllen die Häuser sich. Von Bahnhof zu Bahnhof stromert der Zug. Wir alle sind Bettler innerlich. Nachts finde ich keinen Schlaf. In den Traum verrannt von der Frau, die ich liebe, steht in ihrem Herzen eine Wand. Bozen, Wien, Tel Aviv, Berlin, Haifa, 30 Jahre raus aus deinem Bauch, reiß ich als blinder Passagier fortan, Mama. Die Luft ist drückend und Bierschaum quillt aus dem Zapfhahn. Ist vergebens, ich vergesse dein nicht, Jerusalem. Mitternacht singe ich mit deinen Vertriebenen den Trauergesang der Migranten. Das habe ich übersetzt. Und unsere nächste Dichterin ist Heike Willingsham. Also sie ist in Rostock geboren. Studieren hat sie in Berlin Germanistik. Also ich erwähne nur einige ihrer Gedichtbände. Sie hat viel publiziert. Also ein Lyrikband Vor und Zurück ist 1987 erschienen. Ein zweiter, also von Fegen, weiß ich, wird man besen, also 1992. Und ein dritter, kurze Aufenthalte an winzigen Orten, wurde dann als Edition Maldor in Berlin, also 2000 erschienen. Sie, vielleicht sagst du uns dann ein bisschen mehr darüber, aber sie arbeitet dann seit 2013 als Redaktionsmitglied von der Zeitschrift Herz und Dackel. Auch ich danke sehr herzlich für die Einladung und freue mich, hier zu sein und beginne mit einem Gedicht. Auf welche Seite? Auf Seite 15. Im Norden südlich. Forsythien strahlen greller als Zitronenbäume es jemals könnten. Auch Orangen sind niemals leuchtend hier, wo man sie hält wie Katzen, streunend, gestreut, zerzaust, abgehalftert, auf Müllhalden und in Gärten. Dem Paradies abgenommen sind Spross und Blüte bezaubernd im Spiel der Möglichkeiten. Wei bleibe achte Üstern, Wortsinn inmitten von Wildwuchs. Bedeutend zu hoch gehängt für Vergnügen spendende Wasserstrahle, Sonnenuhren, Kolibrischnäbel, Blumen. Teddy Kollek Park, steinern auch, ein Tor zur Welt, mit Erwartungen, die an Abhängen ruhen, in aller Stille, aus der keiner stürzt. Am Horizont Schwaden, die uns erreichen, als Nachricht vom Rand der Gefährdung. Zwischendrin zaubert der schluckende Schlund zarte Gewebe sonnenhungriger Myrsinen. Vielen Dank.
Also ich wollte fragen als erste Frage, inwiefern bezieht sich deine Dichtung auf Aufenthalte in Israel oder was ist deine persönliche Beziehung zum Land? Ich bin seit ein paar Jahren regelmäßig dort und meine Beziehung zum Land begann schon früher während meines Studiums, weil ich meine Abschlussarbeit über Else Lasker Schülers Gedichtband Das blaue Klavier geschrieben habe. Das sind alles Gedichte, die sie in Jerusalem geschrieben hat. Und meine ersten Begegnungen mit Jerusalem waren eigentlich eine Spurensuche dieser Frau und diesen Gedichten nach, da ich dann ja auch schon selber geschrieben hatte, als ich zum ersten Mal nach Jerusalem kam. Bin ich dort in Antiquariaten immer wieder auch auf Bücher gestoßen, die von Exilanten, die in den 30er, 40er Jahren in Israel weiter Deutsch geschrieben haben, nachdem sie Deutschland verlassen mussten. Else Lasker Schüler hat zum Beispiel auch weiter auf Deutsch geschrieben und man findet dort sehr schöne, auch sehr einfach gebundene Bücher, die mich erinnert haben an das, was wir in den 80er Jahren in Ost-Berlin gemacht haben, nämlich Samizdat-Literatur, also sehr einfach gebundene Literatur, die sich verbreiten ließ, ohne dass man staatliche Organe dafür in Anspruch nehmen musste. Ich bin dieser Tradition treu geblieben und publiziere auch heute in originalgrafischen Zeitschriften. Das ist zum Beispiel eine Zeitschrift, in deren Redaktion ich arbeite und wo wir weiterhin diese Tradition pflegen, Lyrik und Grafik zusammenzubringen. Das habe ich dann in Jerusalem im Jerusalem Print Workshop gefunden. Das ist ein Ort, eine Grafikwerkstatt, die 1973 gegründet wurde, wo ein sehr ambitionierter Mann die Technik der Druckgrafik fördert, also sehr stark daran interessiert ist, dass diese Technik weiterlebt und Künstler auffordert, dort Bücher mit ihm zu produzieren. Da gibt es sehr schöne originalgrafische Bücher, die man ansehen kann und die von zeitgenössische israelische Lyrik benutzen oder auch eben traditionelle. Und ich habe mir gedacht, mit diesen Leuten möchte ich gern kooperieren und so bin ich zur künstlerischen Auseinandersetzung mit Israel gekommen, indem wir jetzt auch für unsere Zeitschrift versuchen, zeitgenössische israelische Lyriker ins Deutsche zu übersetzen, in der Zeitschrift zu veröffentlichen. Zum Beispiel Batsheva Dorikaleh haben wir dort veröffentlicht. Und das ist nicht einfach, weil man natürlich eigentlich Unterstützung dafür braucht. Also diese Übersetzungen müssen natürlich bezahlt werden. Aber wir schaffen das und wir machen das auch weiter. Und über diese Begegnung mit israelischen Autoren habe ich dann den Poetry Place kennengelernt. Das ist eine Schule in Jerusalem, die quasi wie ein College für Literaten funktioniert, wo die eine Ausbildung bekommen können und wo man wirklich einen Einblick in zeitgenössische israelische Lyrik finden kann. Ich habe da den Gilad Meiri kennengelernt, ein sehr wichtiger israelischer Gegenwartslyriker, großer Dichter. Und ja, der gibt mir Empfehlungen. Und insofern kann ich sagen, mein Zugang zur israelischen Literaturszene ist sehr praktisch und sehr aktuell. Interessierst du dich auch für Literatur, die Migration thematisiert, zum Beispiel? Das ging schon mit der Else Lasker Schüler Arbeit los. Und das ist dann klar. Ich meine, sehr viele Autoren mussten Deutschland während der Zeit des Faschismus verlassen. Aber auch heute haben wir natürlich Migration und das hat immer natürlich einen ähnlichen Effekt. Du hast es schon gesagt, Maja, es die eigene Sprache zu verlassen und den eigenen Ort der Verbundenheit und auch der Sicherheit zu verlassen, erweckt Gefühle, die auch nach Ausdruck schreien sozusagen. Das ist natürlich eine schwierige Situation, die Migration. Andererseits gibt sie dem Autor auch sehr viel Möglichkeit oder hat der Autor die ihm immanente Möglichkeit, das auch auszudrücken. Ne?
Und also ich wollte auch fragen, denkst du, also wird deine Dichtung von anderen künstlerischen Formen und Gattungen beeinflusst? Also ich dachte zum Beispiel an den Surrealismus in der Kunst oder im Film. Ja, also die Zeitschrift, die wir herausgeben, die hat einen stark surrealistischen Schwerpunkt. Das heißt, wir haben sehr viel surrealistische Literatur der Franzosen und Belgier drin in Übersetzung. Und klar, Surrealismus ist immer ein wichtiger Impuls gewesen. Also auch, was weiß ich, Carlos Williams hat sehr stark davon beeinflusst. Und die Dichter, die wir in meiner Frühphase der künstlerischen Entwicklung stark rezipiert haben, waren alle sehr vom Surrealismus beeinflusst. Und wir haben natürlich auch die Primärtexte gelesen, klar. Und du lässt uns für uns noch ein Gedicht? Ich lese noch eins. Jetzt muss ich mal schauen. Sagen wir mal die Seite. Das ist Seite 21. Felsendom. Die Kuppel, der Goldhelm, erscheint in Hügellage flächendeckend dem Sucher im Objektiv. Sie speit mit ihrer Rundung Schutzgelübde. Ein Strahl von Engelshaar zerspellt an ihr. Ehrfurcht, Demut, Güte und Anstand. Ich sah in den Straßen, den Plätzen der feste Gegenwart. Unterlegen im ständigen Kampf mit den Bildern. Von untoten Tagen, ein Ort der Pilgerschaft. Dankeschön. Serve Khalfa, sie ist in Norden Israel geboren, in einem Dorf, Alma. Und studieren hat sie dann an der Hebräischen Universität Jerusalem Genetik, Biologie und Nahostpolitik. Sie ist momentan Doktorandin an der Uni Potsdam, Mutter von zwei Kindern. Und ihre Gedichte wurden in Haaretz Zeitung veröffentlicht, in Bitaon Shira Magazin. Auch in dem Magazin Mikan ve'Elach, oder? Sie arbeitet momentan an ihrem Buch, an ihrem Lyrikband und sie arbeitet ja auch freiwillig mit Flüchtlingen. Also darüber werden wir dann später wahrscheinlich mehr hören. Ja, und du liest für uns auch ein Gedicht. Auf welcher Seite? 39, 38. Ich möchte zuerst sagen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ima, banu lach maher midai, slicha. Rak rega acharei hachatuna, lo hayit mamash mukhana. Ve'at kvar ima, ve'shuv. כבר חשבת לברוח, לא לשוב, מבית הצעקות, הילדים והמכות. אמא, בין בריחה לבריחה חזרת, כדי לסבול עוד מעט. את אותו יום שישי, איך רגע לפני שבת, כשבאו לומר לך, חבל על הטרחה, השבת שתבוא אינה שבת של מנוחה. ואת אמא צרחת, את שערותייך קרעת, את שתי לחייך מרעתת, והוא לא שב. רק אוסף ילדים מאוס מביט בך, מצפה לתשובה, ואת חשבת את מי מהם היית במקומו מקריבה. Mutter, zu schnell kamen wir für dich. Bitte verzeihe uns.
So kurz nach der Hochzeit warst du noch nicht bereit, doch schon wurdest du Mutter und nochmals Mutter und nochmals. Du wolltest schon fliehen, ohne zurückzukommen, aus dem Haus des Gekreischs der Kinder und der Schläge, Mutter. Zwischen Flucht und Flucht kamst du zurück, um nur etwas später zu erleiden, jeden Freitag, kurz vor Beginn des Schabbats, als sie kamen, um dir zu sagen, die Anstrengung lohnt sich nicht, der Schabbat, der kommt, wird kein Tag der Ruhe. Und du, Mutter, hast geschrien, die Haare ausgerissen, beide Wangen zerkratzt, er aber kam nicht zurück. Nur ein Haufen lästiger Kinder schaute dich an und erwartete eine Antwort. Und du erwägtest, welches von ihnen du an seiner Statt geopfert hättest. Ja, vielen Dank. Und Sehava, ich wollte erstmal fragen, also kannst du uns bitte vielleicht noch ein bisschen von deinen Schreiberfahrungen erzählen? Und wann hast du dann angefangen, Poesie zu schreiben? Und wie wurde deine Dichtung von deiner Migrationserfahrung beeinflusst? Mein erstes Gedicht war veröffentlicht, als ich noch Kind war. Es war über Jerusalem und tatsächlich später, als ich schon groß war, habe ich nach Jerusalem emigriert. Ich sage, Immigration war für mich, weil ich bin in einem Dorf geboren und gewachsen. Und dann nach große Stadt zu gehen, es war wirklich total anders, obwohl ich konnte Hebräisch reden. Deswegen habe ich vielleicht, es konnte sein, dass ich dachte, dass es wäre einfach auch nach Deutschland zu emigrieren. Aber es war noch schwer, weil die Sprache hier ist anders. Meine Muttersprache ist Arabisch. Und dann mussten wir, oder wir haben später in der Schule Hebräisch gelernt. Wir haben als Kinder Arabisch gesprochen. Dieses Lied habe ich geschrieben, nachdem ich Mutter von Erez Biton gelesen habe. Und ich habe bemerkt, das ist aus Arabisch. Er hat das eigentlich übersetzt. Man konnte gut sehen, das ist nicht Hebräisch. Die Worte waren auf Hebräisch, aber es war nicht Hebräisch. Und dann habe ich das geschrieben, meine Familie, ich sage immer, meine Mutter hat ihr Kind verloren, mein Bruder ist gestorben in Libanon, in dem Krieg mit Libanon, wie unser Dorf war auf den Grenzen mit Libanon. Und das war mein erstes Lied hier und danach kamen die anderen wie Kinder, ein nach der anderen. Also ich hatte das Gefühl, als ich deine Gedichte gelesen habe, dass du in manchen Gedichten ein lyrisches Ich beschreibst, das sehr orientierungslos ist. Also zwischen mehreren Sprachen, Kindheit und Erwachsensein, hin und her gerissen. Ich wollte fragen, also wird dieses Gefühl von Orientierungslosigkeit durch deine Migrationserfahrung hergestellt, würdest du sagen? Für mich dieses Gefühl ist nicht neu, muss ich sagen. Ich fühlte mich immer fremd, auch in Israel, in einer großen Stadt, in der Schule, war immer und ich glaube, wenn ich schreibe, dann merke ich, dass hier mit diesen Worten kann ich Ruhe finden. Und Maya hat über Heimat gesprochen, dass Hebräisch oder Muttersprache ist eine Heimat. Und für mich die Worte, das ist eine Art Heimat. Dort, wenn ich schreibe, dann das kann ich, das ist schwer, fremd zu sein. Und
Das ist wie ein Schmerzmittel, gegen Schmerzen zu schreiben. Ja. Und kommt es darauf an, in welche, sagen wir mal, Genre du schreibst? Also, weil ich habe dann mitgekriegt, du hast bisher Poesie geschrieben und jetzt schreibst du auch Kurzgeschichten. Genau. Das ist noch kompliziert. Ich habe bemerkt, dann, wenn ich auch gute Geschichte schreibe, schreibe ich das auch wie Poesie. Es gibt auch Beat da drin. Ich glaube, dass ich meine Genre noch nicht gefunden habe. Ich schreibe in verschiedene Genre, weil es noch nicht designt. Oder vielleicht bleibt es so. Und welches dann zweite Gedicht liest du für uns? בשטח האדמה ליד האנליזה בונים בניין. ילד קט יגיד מולדת, הבית שלי כאן. ואני, צעדיי הקטנים מכוסים בבטון, על אדמה שפעם הילכתי עליה, דרך קיצור לתחנת האוטובוס וחזרה. בשטח האדמה ליד האנליזה בונים בניין. חופרים באדמה ומציעים חול צהוב, תשתית חזקה, ארבעה קירות זה חדר, תקרה. בשטח האדמה ליד האנליזה בונים בניין. כבר סללו כביש משני שיעקר. שני פועלים משוחחים בגרמנית מצוינת, עם דאטי וקוזאטי ועבר ממושך. Auf dem Stück Erde neben der tiefen Analyse bauen sie ein Haus. Ein kleines wird sagen, Heimat. Mein Haus steht hier. Auf meinen kleinen Schritten aber liegt Beton. Über der Erde, auf der ich einst ging, dem Schleichweg zur Bushaltestelle und zurück. Auf dem Stück Erde neben der tiefen Analyse bauen sie ein Haus. Sie graben in der Erde und bringen gelben Sand zutag. Ein starkes Fundament. Vier Wände sind ein Raum, eine Decke. Auf dem Stück Erde bauen sie ein Haus. Die Zufahrt später zurückzubauen, bereits planiert. Zwei Arbeiter plaudern auf Deutsch. Ausgezeichnet. Mit Dativ, Akkusativ und historischem Präsens. Übersetzung von Lukas Mühletaler. Ich finde persönlich, also das Gefühl von Orientierungslosigkeit und Heimatlosigkeit, das ist etwas, was ich eigentlich bei allen Poetinnen sehr gut sehen kann. Und ich hatte eine offene Frage eigentlich an allen, aber vor allem an Maya. Und ich frage das vielleicht erstmal auf Hebräisch und dann auf Deutsch. Samti lev, את כותבת, את משתמשת גם בשירים שבאמת מדברת על הגירה ועל החיים המקבילים בשני מקומות, גם באמת בעצם ממסגרת את החוויה בעולם סמנטי שהוא ממקורות עבריים, מקומות ישראלים, כמו התנ"ך, שיר השירים, אוויר הרים צלול כיין, קראת וכולי. ורציתי לשאול אם יש איזושהי רמה של אירוניה בין חוויית ההגירה ובין העובדה שהיא נתפסת בסופו של דבר דרך פריזמה ישראלית. האם התיאור שלך בשפה, השימוש שלך בשפה שמתכתבת עם מקורות מאוד מוכרים בישראל, מראש מבטלת את האפשרות של התערות, נגיד, או אסימילציה, אפשר לומר, בחברה החדשה? אז ich frage das auch auf Deutsch und wie gesagt, also ich finde das eigentlich, das betrifft nicht nur die Dichtung von Maya, sondern
auch von den anderen Poetinnen. Also mir ist aufgefallen, dass auch in Gedichten, die tatsächlich die sich mit Migration und mit dem Leben an zwei Orten beschäftigen, schilderst du oder auch andere die Erfahrung anhand von hebräischer Literatur und israelischen Quellen. Ist das ironisch, dass auch die Migrationserfahrung durch dieses Prisma gegriffen wird? Und stellt dann diese Beschreibung der Migrationserfahrung oder beziehungsweise ja, das Leben an zwei Orten mithilfe von israelischen Quellen im Gegensatz zu der Möglichkeit, sich in der neuen Gesellschaft zu assimilieren? אני חושבת שזה קרה לעתים יותר נדירות לפני שעברתי לברלין, וזה באמת קורה יותר, עכשיו כשאת אומרת, אני שמה לב לזה, זה קורה יותר. קצת יותר התייחסות גם למקורות עבריים באמת. וכן, יש בזה מימד אירוני, אני חושבת שבשבילי זה הכרחי להסתכל על חוויית הגירה גם כן במבט אירוני, כי אחרת זה... אחרת זה קצת קשה מדי, זאת אומרת, אם לא מסתכלים על זה טיפונת במבט אירוני ולא קצת צוחקים על זה, או יש בזה הרבה לעג עצמי גם, אני מניחה, כי הגירה זה חוויה מורכבת מאוד, ולכתוב עליה לא ממקום פתטי, מבחינתי, מצריך איזשהו מימד אירוני. ולגבי השאלה, האם זה מפריע באיזושהי צורה להתערות בחברה, אני מניחה שכן, אני מניחה שכן, ואני עדיין, אני רואה שאני עדיין זקוקה לזה. אוקיי, ich übersetze dann die Antwort. Also das, also die Nutzung von israelischen Quellen, hebräischen Quellen, das passierte tatsächlich seltener, bevor ich ausgewandert bin, also nach Berlin. Und ich finde, das ist etwa ironisch, also diese Nutzung. Und ich finde das tatsächlich unglaublich wichtig, Emigration auf so einen ironischen Blick zu betrachten, weil also Migration in sich selbst ist eine sehr komplizierte Erfahrung. Und meine so quasi so zweite Frage wegen Assimilation, ja, das macht das schwieriger, okay. Ja, gibt es eigentlich andere, die sich mit dieser Frage beschäftigen? Also ja, ein bisschen schon, weil ich mich natürlich von Sahava und Maya völlig darin unterscheide, dass ich überhaupt keine Migrationserfahrung habe, auch keinen Migrationshintergrund von meinen Eltern her. Also eigentlich in einer Familie aufgewachsen ist, wo ich nie weggezogen bin und ich wollte immer sehr, sehr weit weg. Da war dieser Wunsch, fremde Sprachen und so weit wie möglich irgendwie mich zu entfernen. Und im Moment merke ich, es war dann auch mal so der Gedanke natürlich da, könnte ich in Israel leben. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, für mich ganz klar, dass das nicht für mich die Wahl ist, sondern wirklich vielleicht auch, weil ich älter werde, mich eigentlich immer mehr an meine, also auch die Rückkehr nach Köln, ich war lange Zeit in München, im Moment eigentlich da bleiben will, wo ich sozusagen, also hört sich blöd an, also, da wo ich geboren bin irgendwie. Und dieses Leben in hebräischen Texten ist für mich sozusagen ein Reisen in Texten. Also ich bin unterwegs in diesen Gedichten, denke auch manchmal, Gott, wie verrückt ist das, weil man mich in Köln schon kennt, immer wenn ich irgendwie lese, kommt auch irgendwas Hebräisches dabei. Natürlich werde ich immer gefragt, warum machst du das, aber ich kann es nicht erklären. Aber ich fühle mich sozusagen zu Hause in diesen Gedichten, in den Tehillim, im Shirim Shel Rachel, im Shirim Shel Lea Goldberg, als Lama Ani Lo Yodat. Aber es ist sehr stark an die Sprache gebunden und nicht mehr so stark daran, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich müsste in Israel leben. Ich muss zwar immer wieder hin, es sehnt mich dann, weil ich ja keinen sozusagen habe, mit dem ich sonst sprechen kann. Aber Migrationserfahrung werde ich wahrscheinlich nicht machen. Ich werde höchstwahrscheinlich da bleiben, wo ich nicht fremd bin. Aber ich fühle mich trotzdem immer, man kann sich ja auch fremd fühlen. Ich fühle mich nie irgendwo zugehörig. Also das ist, in Israel fragt man mich, bist du jüdisch? Dann sage ich nein. Das ist also, ich gehöre irgendwie nie dazu. So. Mhm. Ja. Wolltet ihr vielleicht was dazu sagen?
Bei mir ist es so, ich bin vor Mauerfall ausgereist von Ost-Berlin nach West-Berlin. Und das war, obwohl es so ein schlichter, kurzer Weg war, war es doch eine Form von Emigration. Und das hat bei mir einen Erfahrungshorizont erzeugt, der mir doch bestimmte Sachen sehr nahe bringt, die ich bei Migranten wiederfinde. Also das ist, ich denke auch, dass diesen Schritt, den wir damals getan haben, ohne zu wissen, ob wir jemals wieder zurück können in das Land, aus dem wir kamen. Wir haben zwar die Sprache gesprochen, trotzdem sind bestimmte Fremdheitserfahrungen sehr stark da gewesen. Und das war für mich eine sehr einschneidende Zeit, die 80er Jahre. Ich dachte darüber, dass meine Eltern, sie sind nicht in Israel geboren, dann haben sie migriert und dann habe ich auch das gemacht. Und als Kind habe ich immer gefragt, wie wäre es, wenn wir Generation nach Generation nur in einem Ort leben. Welche Leute werden wir? Und ja, das weiß ich nicht. Und ein Teil, würde ich sagen, oder würde ich denken, von dieser Orientierungslosigkeit betrifft auch Beziehungen, die man hat. Also dann du, Sehava, hast zum Beispiel ein Gedicht und du hast mir dann vorher gesagt, es geht dann eigentlich um Beziehungen, auch wenn man denkt, das ist, also es beschreibt Essen und in Israel oder so. Das, also ich weiß nicht, wollen wir das vielleicht lesen? Also die Paro-Gedicht? Auf welcher Seite war das? 37. אני רצועה לפרעו, אל תקרא לי מדבר. נשמת שפחה נשמתי, אל תקרא לי משה. רצועה במרצע ליד משקוף חלוד. אל תקרא לי חירות, בליבי חרות השום. ריח השום והקישואים, קליפות של בצלים. אל תקרא לי כנען, אני נשארת כאן, למות. Ich bin an Pharao gefesselt. Erzähle mir nichts von Wüste. Meine Seele ist die einer Sklaven. Erzähle mir nichts von Mose. Angebunden durch den Pfriem neben rostigen Zagen, erzähle mir nichts von Freiheit. In meinem Herzen eingegraben sind Knoblauchgeruch und Zucchini, die Schalen von Zwiebeln. Erzähle mir nichts von Kanaan. Ich bleibe hier, zu sterben. Übersetzung Lukas Mühletaler. Also Gondula, ich fand das interessant. Du hast eigentlich ein Gedicht, das sich, würde ich sagen, mit einer Beziehung beschäftigt. Dieses Gedicht hast du erstmal auf Hebräisch geschrieben und dann selber übersetzt ins Also vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen über diese Art Schreiben und warum hast du dieses Gedicht auf diese Art und Weise geschrieben und dann vielleicht sogar lesen? Das sind tatsächlich das zum ersten Mal vor 10 Jahren, ich weiß das noch genau, 2007, das erste Gedicht, was auch drin ist, Hakesse Magadol, was ich jetzt nicht lese. Und es war, ich weiß nicht, so ein Moment, es war schon dann die erste Begegnung mit sprechenden Israelis, weil man muss denken, ich komme vom Buch. Ich habe biblisch-hebräisch gelernt, ich konnte überhaupt nicht sprechen und ich kannte vor allen Dingen niemanden, der Hebräisch spricht. Also der erste, der Hebräisch sprach, war für mich wirklich ein Wunder und dieses Gedicht ist dann ein bisschen dafür entstanden und es kam wirklich auf Hebräisch geflossen. Und dann hat mir das eine Freundin korrigiert, es waren auch kaum Fehler drin, sie sagt, das ist okay so. Dann ist das aber überhaupt 10 Jahre lang nicht mehr passiert und jetzt passiert es gerade wieder und ich bin da sehr froh drüber. Also dieses Al-Gabra-Ove, das ist mehr oder weniger neu. Und es macht mir totalen Spaß, das ist auch das, was ich gerade eben sagte, die poetische Tradition, die hebräische, ist anders als die deutsche, auch in der Gegenwart. Und
Ich habe das die deutsche Übersetzung kann man eigentlich nicht mehr Übersetzung nennen. Ich würde es Fassung oder Version nennen. Das war der Versuch, okay, wenn ich so ein Gedicht auf Hebräisch geschrieben habe, jetzt möchte ich das meinen Kollegen auf Deutsch vortragen. Ich kann das nicht übersetzen, ich muss das in die deutsche Tradition hineinschreiben. Und dann ist ein absolutes Sprachspiel eigentlich passiert. Also ich habe dieses Chukati Elecha. Das ist ein Zitat aus einem Gedicht von Altermann, was ich sehr liebe. Welches Gedicht? Sium. Sium. Mein Verlangen ist zu dir hin, um Gottes Willen, ich kann gehen. Irscha, Nechtrofkacha. Und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich daran Brisantes machen? Und dann fing ich an, ich fange Verlangen. Wie man Feuer fängt, fängt man Verlangen. Man hat natürlich ein schönes, auch einen schönen Klang, Verlangen fangen. Und dann kam dieses Boeret, ich brenne, okay, nein. Ich brenne durch. Wow, es gibt auf Deutsch ja den Ausdruck durchbrennen, weglaufen. Auf einmal habe ich gedacht, wow, was passiert da? Und ich hatte plötzlich zwei Gedichte. Und was mich halt reizt, immer mehr jetzt gerade, ist eine Art von Sprachbetrachtung und auch eine Betrachtung von der konkreten Bedeutung von deutschen Ausdrücken. Da kann man unheimlich viel entdecken. Und so ist das entstanden. Ja. Und kannst du es vielleicht vorlesen? Ja. Also, lies. Ups. Eigentlich, also ich finde, das wäre schön, wenn du das eigentlich auf beiden Sprachen Das gehört lest, auch zusammen. Ja. Oder wenn du willst, kann ich dann eigentlich das Hebräisch zum Beispiel vorlesen. Also das wäre vielleicht schön, dann würde ich das mal in einem okay. originalen Sound hören. Nicht mit meinem, ja. Okay, dann auf Seite 12. Ne? Ja. Algebra Auwe. Im Achashecha, im Haruach Hakol, Shuv Amok Yoter, Ani Ben Tzar, Leven Chalom Petuach, Asher Poamim Biyachad, האם אפשר לחבר את שירי איתך, אהובי? מי אתה? תשוקתי אליך, אהובי, בוערת. על מה אני כותבת עכשיו? אהיה חוזרת חרוזה על גבך, אהובי. Darf ich es auch nochmal auf Hebräisch lesen? Bitte. Irgendwie merke ich, dass ich das nicht ohne das Hebräische davor irgendwie lesen kann. Al gabcha auvi. Ima chashecha ima ruach hakol shuv amok yoter. Ani ben tza'ar leven chalom patuach. Asher poamim biyachat. Haim efshar lechaber et shiri itcha? Mi ata? Tshukati elecha aovi. Boeret. Al ma ani kotevet achshav? Eye chozeret charuza. Al gabcha aovi. Dir auf den Rücken, lieber. Mit der Finsternis, dem Wind, alles tiefschürfender wieder. Ich zwischen Trauer steh und offenem Traum. Innen Schlagläden beben. Kann ich binden mein Gedicht an dich, lieber? Wer bist du? Ich fange Verlangen, lieber. Brenne durch. Wohin schreiben jetzt? Ich kehr mit Reimen heim. Auf deinen Rücken, lieber. Ganz kurz was hinzufügen, weil das ist auch so eine Eifersucht, die ich aufs Hebräische habe, dass man so Sachen macht mit Chazar und Charus, dass man das so nah aneinander hat. Das ist so toll. Und das hat man auf Deutsch nicht. Und dann fängt man natürlich an, so Sachen zu machen irgendwie. Ja. Genau. Und ich habe das Geliebte natürlich auch umschifft. Weil AOV, ich finde, das auf Hebräisch funktioniert das. Also ich würde sagen, auch in einem Gedicht jetzt. Auf Deutsch Geliebte. Lieber, okay, aber lieber ist natürlich auch wieder doppeldeutig. Ich mache etwas lieber und es ist mein Lieber, ne? Also, ja. Ja. Ja, ich fand das schön, was du eigentlich vorher gesagt hast, dass auf Deutsch gibt es so keine richtige so Sehnsucht und das suchst du auf Hebräisch. Das gab es natürlich mal, aber es ist irgendwie, das ist das 19. Jahrhundert. Also heute würde ich sagen, das Wort Sehnsucht, Achtung. Ich wurde mal bei dem Gedicht Hakesse Magadol gefragt, in der Lesung, Gunula, ich frage dich das jetzt mal, hast du keine Angst vor Kitsch? Ne, also ist klar, ich verstehe es, aber ne, das sind so Worte, die lese ich bei Novalis oder so. Ne? Oder eben bei Elsasser Schüler auch noch. Aber jetzt gerade 2017 würde ich vorsichtig sein als deutscher Dichter, wenn ich das Wort Sehnsucht benutze. Und ich finde auf Hebräisch das nicht so. Also Tschukazir Lecher sei auf Filmort. Und das ist auch, das denke ich mal, würdet ihr vielleicht auch noch irgendwo benutzen oder so. Und auf Deutsch müsste ich das irgendwie anders. Also die poetischen Traditionen, das finde ich ganz spannend, auch im Hebräischen ist ja immer noch,
finde ich in der Gegenwartspoesie ein kommunikativer Moment. Es sind oft dialogische Momente und in der deutschen Poesie ist dieser Moment der Kommunikation, hat sich auch so ein bisschen verschlichen, häufig. Ja. Was denkst du eigentlich, Heike? Also die hat gerade erwähnt, das ist halt vielleicht eine etwa ältere deutsche Tradition, ich meine eine Tradition in deutschsprachiger Literatur, etwa dramatisch vielleicht zu schreiben, also über Sehnsucht, über genau Liebe. Also ich lese dann zum Beispiel ein paar Gedichte von dir, die ich persönlich vielleicht so in meinen Augen zu dieser Tradition gehören, also zum Beispiel Schritt für Schritt, also du schreibst du das, dort schreibst du so auch ein bisschen über die Natur als eine Widerspiegelung von Gefühlen, das ist ja geht zurück zu, keine Ahnung, Goethe und Wallis und so weiter, also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, dass man heute mit diesen Motiven arbeiten kann, wenn man sprachkritisch arbeitet. Also wenn man die Sprache genau unter die Lupe nimmt und dann auch die verschiedenen Bedeutungsvarianten herausnimmt oder sie bricht einfach. Man muss auf jeden Fall sehen, dass man diese Worte weiterträgt, finde ich. Und man muss sie anders einbetten natürlich. Also man kann auf jeden Fall noch mit dem Naturbild arbeiten und man kann auch mit Gefühl arbeiten. Aber es muss in einen Kontext eingebettet sein, der das Gefühlige reflektiert, also in dem Sprache reflektiert wird. Das glaube ich, wenn man diesen zweiten Blick hat auf den eigenen Impuls, dann kann man heute auch ein Naturgedicht schreiben, auf jeden Fall. Ich würde es sehr schön finden, wenn du uns vielleicht ein Beispiel zeigst. Ne? Also ich weiß nicht, ob du Lust auf die, ich fand das, wie gesagt, also ich fand diese Perspektive zum Beispiel in Schritt für Schritt, aber du schreibst eigentlich viel über die Natur. Ja, das mag damit zusammenhängen, dass ich damit angefangen habe. Also ich komme von der Ostseeküste und habe auch schon in der Pubertät geschrieben und da ist man sehr stark von Natur umgeben. Und als ich in Ostberlin dann in der Literaturszene schrieb, hat jemand mal Heiner Müller meine Gedichte gezeigt und dann sagte Heiner Müller, die ist aber noch nicht lange in Berlin. Es war klar, in der Großstadt muss es andere Metaphern geben. Ich bin dem sprachkritischen Duktus, der im Prenzlauer Berg sehr verbreitet war, gefolgt. Also das habe ich angenommen, bin aber in meinen Motiven doch auch in gewisser Weise traditionell geblieben. Und das ist ja auch vielleicht interessant für den heutigen Abend, dass manche diese Bilder der Natur sich mit Israel was zu tun haben, dann zum Beispiel also Felsendom natürlich oder in einem Gedicht schreibst du über die Teddy Kollek Park. Vielleicht lesen wir, also willst du vielleicht ein Gedicht? Dann lese ich Schritt für Schritt, Seite 20. Schritt für Schritt. Es sind Steine, die dauern, sonst kein Wort. Taumeln Schwüre, Seile, die diese oder jene Richtung einschlagen. Allein die Grabmassive stehen hier fest. Kontrakte geschlossen mit straffer Unterschrift gegen Regen, Feuer, Sturm. Es sind Steine, die dauern, sonst kein Wort auf diesem Feld. Serve, ich wollte fragen, also du hast uns erzählt, dass du mit geflüchteten Menschen arbeitest und dass du eigentlich Begegnungen hast in Berlin mit vor allem mit Frauen, die verschiedene Migrationshintergrund haben. Also willst du darüber erzählen? Ich war LS-Stipendiatin und wir haben in einer Veranstaltung darüber gesprochen, dass als
eine jüdische Begabtforderung auch unsere Stimme geben. Und ich habe auch erzählt, dass ich Arabisch kann, dann vielleicht kann ich auch was machen. Dann von LSC gab es einen Kontakt mit Marburger Straße, es gibt ein Flüchtlingeheim. Und dort habe ich am Anfang mit Kindern gearbeitet. Aber mit der Zeit war es noch notwendig, dass ich mit Frauen zum Arzt gehe oder mit Familie zum Kindergarten, um zu übersetzen von Arabisch nach Deutsch. Und vice versa. Ich habe über Nazla geschrieben, aber auch über die Kinder, das Gedicht, das in Aretz veröffentlicht war, war über die Kinder, die spielen zusammen. Ich mache das noch weiter nächste Woche und übernächste Woche habe ich schon Termine sozusagen. Und ich finde das interessant. Sie fragen immer, woher komme ich? Das ist eine schwere Frage. Ich habe immer Angst vor dieser Frage. Ich sage, meine Eltern kommen aus Libyen. Ja. Weil ich möchte keine. Ich finde das einfach so. Man hat vielleicht die Erwartung, wenn man sich, also ich meine, auf der Straße sagen wir mal, also wenn du sagst, ich bin Israelin, dann denkt man, das ist etwas, was nichts mit Arabisch zu tun hat. Und dann sagst du, eigentlich ist Arabisch meine Muttersprache und eigentlich arbeite ich mit geflüchteten Frauen und spreche Arabisch mit ihnen. Ja. Und du hast eigentlich ein sehr schönes Gedicht darüber geschrieben, also über Mahmoud. Vielleicht konnten wir das lesen, erstmal auf Hebräisch und dann in der Übersetzung. Seite 32. Mahmoud, שבסתר קוראים לה נג'לה, ובעברית פראו מהמוד, ובינינו לא קוראים לה, גם לי לא. אנחנו פה בשפה אחת. היא מסבירה לי איך מכינים פלאפל מצרי עם פול מוקשר. לרגע חשבתי שהיא אמרה כשר, עם מסבי טיבול, מעדנוס קצוץ וחמון. לא הרבה. על הדרך קודם עם בטן מלאה בבת קטנה, לאולטרסאונד ובחזרה. מחלק הפליירים מציע לנו עסקית בחצי מחיר, ומחמוד הקטן מסתכל על היונים ושואל, למה הן אוכלות כל הזמן? היא מזכירה לו שגם הבוקר הוא אכל. ושוב מחמוד מדבר, והיא עונה בהמהום, יונה. מאיפה אני? 40 שנה. ההורים שלי מלוב, אני עונה. ואחותי מספרת על רדיפות של יהודים, בסוריה לפני 30 שנה, שפת אם, לפעמים זורמת, לפעמים תקועה. הכנה לניתוח קיסרי, מתרגמת למסמכים לערבית. איך אומרים בלוטת התריס? אין לך בעיות בבלוטה, אני בוחנת את עיניה, כולי מזיעה. Mahmoud, die man privat Najla nennt, und offiziell Frau Mahmoud und unter uns gar nicht und mich auch nicht, wir sprechen hier eine Sprache. Sie erklärt mir, wie man ägyptischen Falafel bereitet mit Ful Mugajar. Für einen Moment dachte ich, sie sagte Kajer, mit Gewürzkräutern und gehackter Matnus und Kreuzkümmel, aber wenig. Am Kudamm der Bauch voll kleiner Tochter auf dem Weg zum Ultraschall. Ein Flugblattverteiler offeriert das Geschäftsessen zum halben Preis. Der kleine Mahmoud betrachtet die Tauben und fragt, warum die dauernd äßen. Sie erinnert ihn daran, dass auch er heute Morgen gegessen hat. Und Mahmoud redet weiter und sie antwortet brummend und er fährt fort. Woher ich bin? 40 Jahre. Meine Eltern sind aus Libyen, antworte ich. Und meine Schwester erzählt über die Judenverfolgungen in Syrien vor 30 Jahren.
Muttersprache, manchmal fließend, manchmal stockend, Vorbereitung auf einen Kaiserschnitt. Übersetze ihr Formulare ins Arabische. Wie sagt man Schilddrüse? Du hast keine Probleme mit der Drüse. Ich prüfe ihre Augen, schweißgebadet. Übersetzung Lukas Mühletaler. Ja, also dieses Gedicht bringt also die, also, naja, sag mal, unerwartete familiäre Geschichte. Das ist unerwartet, dass du sagst, tatsächlich ist mein Dasein in Berlin also kontinuiert, meine Zeit in Berlin, meine Familiengeschichte, aber das ist nicht, was man vielleicht denkt also, oder erwartet von so von einer Israelin, die nach Berlin kommt. Und Maya, du beschäftigst dich auch also mit der Frage von, also, was bedeutet tatsächlich deine Migration nach Berlin, also im Kontext deiner Familiengeschichte? Also gerade, sagen wir mal, generell in deiner Dichtung. Also, Chela, Shekacha, Bonde Berber von Klale, Samasha Shema Sekutach, Bashira Shelach, Beze Offen, noch Achut Shelach, Berlin, Hagira Shelach, Berlin. כן, ממשיכה את הסיפור המשפחתי. את רוצה לומר על זה משהו? ואז, כן. ההורים שלי היגרו מפולין בשנת 68 לישראל, וגם ההורים שלהם היגרו, כלומר, אם אני מסתכלת כמה וכמה דורות אחורה, כל דור היגר בעצם למדינה אחרת. אני חושבת שהגירה זה חלק מהסיפור המשפחתי, כן. אני גם מניחה שהילדים שלי יגרו בשלב מסוים, יכול להיות שהם יגרו בחזרה לישראל. זה בהחלט חלק מהתנועה המשפחתית. אני חושבת שזה לא סיפור מיוחד רק שלי, הרבה מאוד משפחות בישראל עם אותו סיפור. אז זה משהו שמאוד נוכח. וכן, הוא נוכח גם בשירה, אבל זה דברים שלא התעסקתי בהם ולא חשבתי עליהם כמעט עד שהגרתי בעצמי לברלין, וזה באיזושהי צורה גם מאוד קרב אותי למשפחה שלי ולסיפור. Okay, ich übersetze. Meine Eltern sind nach Israel von Polen also, ausgewandert, also 1968. Und eigentlich jede Generation in meiner Familie hat irgendwann ist irgendwann ausgewandert. Also jede sagen zu einem zu verschiedenen Ländern. Und ich vermute, meine Kinder werden ja auch irgendwann auswandern, vielleicht sogar zurück nach Israel. Das ist etwas, was auch in meiner Dichtung sehr präsent ist. Und eigentlich habe ich mich mit diesem Thema nicht beschäftigt, bevor ich selber ausgewandert bin. Und am Ende hast du gesagt, das ist interessant, das hat mir näher an meine Familie gebracht. Kirevuti, la mishpacha sheli. Auf diese Art und Weise von eigener Migration, sagen wir mal, also vertiefst du oder hast du deine Beziehung zu deiner Familie vertieft. Und du hast ja auch ein Gedicht, das sich mit diesem Thema beschäftigt. It's page 28. In the Hebrew version, a few lines are missing, but I will read them, and in the German translation, it's all included, so it's there. מה שההיסטוריה לא מלמדת. מעיירה ללא שם באוקראינה, דרך מוסקווה, לובלין וקופנהגן, עיר נמל שסרבת להטיל בעוגן. 20 שנה אחרי שמעת, ולא נפטרת מהזיכרונות, הגעת גם לברלין, יצחק, או כמו שלא קראתי לך אף פעם, סבא. מה ירשתי ממך, מלבד ציפורניים רכות מדי ושפה שסועה? כמה סניתי את שתיקותיך החרשות. בחורף 1991, כשטילים נפלו על חיפה, נצמדתי אליך ושאפתי את ריח השריפה מבגדיך, מידיך שקפאו לתמיד באותו לילה ביער, עומד במרכז המעגל וגופך ספוג בנזין, ממתין ללהבה שלא ניצתה, החיילים היו שיכורים מדי, אבל שרפה אותך כל החיים, כל החיים. מאז שתקת בימים וצעקת בלילות.
בבקרים, נבוכה, שרתי לך את התקווה. אבל אתה התאכזבת, תרקת את ספרי ההיסטוריה ולחשת בשפה זרה. עכשיו אני יודעת, עכשיו גם אני מבינה. לא תהיה מולדת אחרת, לבד השכחה. Was die Geschichte uns nicht lehrt. Aus einem namenlosen Städtchen in der Ukraine über Moskau, Lublin und Kopenhagen, einer Hafenstadt, vor der du keinen Anker werfen wolltest, kamst du, 20 Jahre nachdem du starbst und die Erinnerungen nicht los wurdest, auch nach Berlin, Yitzhak. Oder, wie ich dich damals nannte, Großvater. Was habe ich von dir geerbt, außer den zu weichen Nägeln und einer Hasenscharte? Wie ich dein taubes Schweigen hasste. Im Winter 1991, als Raketen auf Haifa fielen, schmiegte ich mich an dich, atmete den Brandgeruch aus deinen Kleidern, deinen Händen ein, die in jener Nacht im Wald für immer erfroren sind. Als du stehend mitten im Kreis, dein Körper vollgesogen mit Benzin, auf die Flamme wartetest, die nicht zündete. Die Soldaten waren viel zu betrunken. Dich jedoch für das ganze Leben verbrannte, das ganze Leben. Seitdem schwiegst du am Tag und schriest in der Nacht. Morgen für morgen sang ich dir die Tikwa, die Hoffnung. Du aber warst enttäuscht, schlugst die Geschichtsbücher zu und flüstertest in einer fremden Sprache. Jetzt weiß ich, jetzt verstehe auch ich. Es wird keine andere Heimat geben, allein das Vergessen. Übersetzung von Lydia Böhmer. Und wir haben jetzt ein bisschen Zeit für Fragen vom Publikum. Das war so stark, das letzte Gedicht. Also ja, wenn nicht, dann lesen wir noch ein paar Gedichte vor. Aber ja. Gundula, ich glaube, du hast wahrscheinlich die schönste Definition von Heimat heute Abend gesagt. Du hast gesagt, da bleiben, wo ich nicht fremd bin. Aber gleichzeitig frage ich mich für die Dichterinnen, die gewandert sind oder die nach Deutschland gekommen sind aus Israel, wie ist es zurückzugehen? Also ist es tatsächlich, ist die Fremdheit etwas, was man mitnimmt, wenn ihr jetzt zurückgeht nach Israel? Ist das da noch Heimat oder vielleicht auch Ost-Berlin, DDR, ein Land, das es nicht mehr gibt, was vielleicht auch nie Heimat in dem Sinne war, ich weiß es nicht. Einfach dieser Begriff des Fremdseins oder Fremdbleibens in der Sprache oder im Ort. Ja, das war... Hat jemand was dazu zu sagen? Also, Definition, ich glaube, eine Frage an die Israelis, glaube ich, wenn sie nach Israel zurückkommen, ob sie das als Heimat noch empfinden. Das fände ich auch interessant, wie sich das anfühlt. Dein Reut Israel moledet, כשאת חוזרת, איך, כלומר, באיזה אופן זו חוויה דו-צדדית ההגירה? יש את השלב הזה שמבקרים בארץ בשנים הראשונות, לפחות בשבילי, וזאת הקלה אדירה, כי פתאום אני בשפה שלי וחנויות הספרים הם בעברית, והכל מרגיש מאוד מאוד ביתי. אחר כך מגיע השלב של לחזור לברלין, הופך להיות הקלה, ואז הגיע השלב עבורי, שבשני המקומות זה טיפונת משונה. כלומר, גם בישראל, אחרי כל כך הרבה שנים בברלין, אני מרגישה קצת מנותקת. בברלין כל עוד אני לא שולטת לחלוטין בשפה,
אז אני גם מרגישה קצת זרה, אני חיה בתוך השפה. בשבילי זה קושי אדיר לא לחיות בתוך גרמנית כשאני חיה בגרמניה. אז אני חושבת שכל עוד אני לא אחיה בשפה, אני ארגיש מאוד מאוד זרה. Also Maya sagt, also wenn ich dann in Israel, also wenn ich Israel besuche, also in den ersten Besuchen war das vielleicht heimlich, aber dann später, gerade jetzt, ist es für mich also eigentlich eine Erleichterung, zurück nach Berlin zu gehen. Also ich fühle mich tatsächlich an beiden Orten zu Hause und gleichzeitig auch an beiden Orten so ein bisschen unverbunden. Und sie sagt dann am Ende, ich lebe in der Sprache und also bis der mich dann eigentlich in der deutschen Sprache, also wenn ich dann in der deutschen Sprache lebe, dann wäre ich dann vielleicht da zu Hause. מה שאני מרגישה יותר מהכל בשלב הזה זה שאני מרגישה בבית בתחושת הזרות הזאת. כלומר, זאת כרגע תחושת הבית. זה לא רע. Ich fühle mich zu Hause in diesem Fremdsein. Ja, ich kann hinzufügen, also mein einziger längerer Fremdheitserfahrung war wirklich, dass ich 7 Jahre in München war und habe mich da, ich meine, das ist natürlich immer noch Deutschland, aber ich kann das gar nicht beschreiben, ich kann das kaum in Worte fassen, welche Bedeutung oder die Nähe, die Landschaft hat, wo man aufgewachsen ist, das habe ich völlig unterschätzt. Ich bin mit 19 gegangen und als ich zurückgekommen war und war, also für mich ist der Wald zum Beispiel was ganz Wichtiges. Ich glaube, was ich sehr vermissen würde auf Dauer wahrscheinlich in Israel, weil ich am Wald aufgewachsen bin. Und zum Beispiel der Bergische Wald, also da, wo ich, der hat eine ganz andere Nähe, der kommt mir total nah, als wenn ich irgendwo im Bayerischen Wald spazieren gehe. Das muss irgendwas mit der Kindheit sein. Und man weiß ja auch aus der Psychoanalyse, dass sozusagen die ersten 4 Jahre die prägendsten sind und dass man danach eigentlich immer nur noch Sachen wiederholt. Und irgendwann sitzt da was ganz tief. Ich habe gedacht, boah, und auch als ich nach Köln zurückkam, die Stadt hat mich angesprungen. Also das war ganz komisch. Ich hatte das Gefühl, das kann man schlecht beschreiben. Das ist nicht immer schön. Ich kann Maya total gut verstehen. Man möchte manchmal diese Nähe nicht. Also das ist immer ein bisschen auch ambivalent. Ne? Das ist halt das, wo man, ja. No, gibt es mehrere Fragen? Ah, okay, Entschuldigung. Wir waren kurz bevor dieser Veranstaltung in Israel und sehr lang in meinem Dorf mit den Kindern und meinem Mann. Und ich habe viele Filme gemacht für andere. Und auch Bilder. Und ich habe bemerkt, dass auch ich vermisse auch die Steine, weil sie sind wirklich ein Teil meiner Kindheit. Besonders in einem Dorf gibt es so viel Natur. Aber was hat mich gezwungen, weiß ich nicht. Ich glaube, diese Immigrationbedürfnis, auch nach Jerusalem, es war so schwer für mich. Und immer bevor ich nach Jerusalem gefahren, dort habe ich studiert, dann habe ich geweint und mein Vater hat mich gefragt, wer hat dich gezwungen? Du konntest hier bleiben. Und ich glaube, diese Immigration ist eine Art, das ist mit viel Weh, aber es ist ein Destiny. Und in Israel, das ist eine Heimat und besonders mein Dorf, aber auch ihr, meine Familie ist ihr, meine Kinder, mein Mann und das macht eine Ecke für mich hier auch. Ja, gibt es vielleicht andere Fragen? Also hier sehe ich. אפשר בעברית או באנגלית? כן, את יכולה לשאול בעברית, אני אתרגם לגרמנית. אוקיי. רציתי לשאול, שאני אוכל לראות אתכם, את המשוררות, כשאתן שומעות את התרגומים לשירים שלכם, בשפה האחרת, ויש לה את המוזיקה שלה. אז רציתי לשאול, קודם כל, האם משהו במוזיקה
בשיר המתורגם, בשפה שאליה תרגמו, איך זה נשמע לכם? זה נורא מסקרן אותי. ואם זה משהו שאתן יכולות להסתכל עליו ולראות את עצמכם, זאת אומרת, האם זה משהו שיכול להיות כמו מראה או משהו אחר, תמונה, מראה מעוותת, כי זה השיר שלכם, זה אתן, זה אתן, אבל אחרת. Okay, also ich übersetze dann die Frage. Also das ist eine Frage an allen Dichterinnen. Also wenn Sie dann die Übersetzung hören, also von ihren Dichtung, und diese Übersetzung, also in eine fremde Sprache, hat ihre eigene Musik. Und diese Musik, also wie ist das für Sie tatsächlich, diese Musik der fremden Sprache oder beziehungsweise der neuen Sprache zu hören, und also in der Übersetzung, und ist das etwas, was Sie sehen können und eigentlich als einen Spiegel, also und sich selber in diese Musik der neuen Sprache, genau, widerspiegelt zu sehen. זאת חוויה מאוד מאוד מעניינת, בעיקר כשזה בגרמנית. זה תמיד מאוד מוזר, כלומר זה מאוד מזר את הטקסט, והחוויה יותר משונה בשבילי תמיד היא לנסות אחרי זה, כשאני מקבלת את התרגום לגרמנית, לקרוא את זה בקול רם בגרמנית. אני חושבת שזה קצת ניסיון לקחת את השיר בחזרה יותר קרוב. מצד שני גם התנועה הזאת של לשלוח אותו עוד קצת קדימה ולוותר שם על השליטה, זו חוויה נהדרת. זו חוויה נהדרת. אוקיי, מאיה זאג, דס איס אין זר אינטרסנט אפאונג, אבל אך, נהיה, מוזר, דס איס אין שוויריגס וורט אובזצן, אבל מוזר, אוף דויץ גיבט זה צווי וורט, נה, אז קומיש ואונד סטרנג' עוד, קומיש עד שון זו אין, יא, גונדולה, דוביס אובזצרן, פילאיסט אובזצ דוד, אני שתת מיר. Nuancen, also ob es einen Unterschied zwischen seltsam, merkwürdig und sonderbar und komisch und bizarr gibt, alle weiß man nicht, und Maya hat gerade Musar gesagt, und ja. Da sind ja die verschiedenen, sie sagte, das ist eine Chavaya Musara, das ist eine komische Erfahrung, oder, aber nee, eigentlich ist etwa positiv, oder? Wie würdest du seltsam das? Oder seltsam oder merkwürdig, weil das ist eigentlich positiv, das heißt, man merkt auf, man horcht, ja. Genau, danke, also danke für die Kollegin, die, also Maya sagte, das ist eine merkwürdige Erfahrung, weil sie den Text, wie soll ich sagen, entfremdet, und das ist merkwürdig, wenn Maya selbst die deutsche Übersetzung liest, und ich fand es eigentlich schön, also am Ende hast du gesagt, das bedeutet auch, also ich meine, die Tatsache, dass du, dass jemand die eigene Gedichte irgendwie wegschickt oder sagt, das heißt, ich verzichte auf Kontrolle. Und du kannst dich gut nachvollziehen, oder? Nee, weil das ist auch so ein typisches, da gibt es ganz unterschiedliche Dichternaturen, ne? Also ich glaube, bei Nabokov, der hat das wirklich ganz stark supervised. Seine Übersetzung, ich glaube, er hat seinen Sohn dran gesessen. Und dann gibt es die Dichter, die sagen, mach, es interessiert mich nicht, das ist jetzt dein Ding, du bist die Übersetzerin. Und ich habe selber gemerkt, ich bin so ein Zwischending. Ich glaube, weil ich selber das Hebräische mir so nahe steht, ich wollte schon miterleben, was ihr macht, sozusagen. Aber gleichzeitig finde ich beim Übersetzen, ist es ein totales Geschenk. Und immer passiert in der anderen Sprache was, was ich in meinem Gedicht nicht habe. Und diesen Moment, den finde ich toll. Also da gibt es 1000 Beispiele in beiden Übersetzungen, aber wie gesagt, das führt zu weit, ja. Es gibt 1000 Zeilen, wo ich sage, wow, cool, wo ich quasi eifersüchtig bin, dass es das jetzt auf Hebräisch gibt und nicht auf Deutsch. Ich bin da natürlich als Übersetzerin immer, sage ich, das ist doch, weil viele sagen immer, es geht alles verloren in der Übersetzung, es passiert so viele tolle Sachen. Also, ne, also, ja, da könnte man jetzt, es gibt hier schöne Beispiele bei dir auch und ja. Wollt ihr was? Ja, ich finde, dass das ein sehr schwieriges Feld ist, weil es ja so viele Übersetzungsvarianten gibt. Nicht? Und wenn man jetzt, also meine Gedichte sind ins Französische, ins Englische, ins Polnische übersetzt, und es gibt so, wenn ich mit diesen Übersetzern spreche, die haben alle andere Fragen, und
haben eine andere Motivation. Also es geht manchem darum, den Rhythmus zu bewahren, das ist sehr wichtig, oder manche wollen stark am Bild bleiben. Und da ist mir klar geworden, dass es gibt die Übersetzung nicht, sondern es gibt wirklich massiv viele Varianten und massiv viele Möglichkeiten. Und ich glaube, immer wenn das Produkt in der Sprache, in die das Gedicht übersetzt wurde, ein gutes Gedicht ist, dann ist auch die Übersetzung gut. Ja, das muss ein selbstständiger, guter Text werden. Und solange das kein guter Text ist in der Sprache, in die es übersetzt worden ist, muss an der Übersetzung weitergearbeitet werden. Aber das ist ein Riesenkomplex, das ist also wirklich sehr, sehr schwierig, finde ich. Für mich war es nicht so leicht mit der Übersetzungsarbeit. Das Lied, das ich vorher gelesen habe, das war viel mit dem biblischen Geschichte zu tun. Die Israeliten in der Wüste, die haben die Zucchini und Knoblauch in Ägypten vermisst. Und als das übersetzt war das irgendwie über Zucchini oder über das Essen. Und ich meine, das Übersetzung, es ist schwierig und für mich war es überhaupt nicht leicht, das zu geben und zurückzubekommen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, also für andere Fragen. Okay, dann wenn nicht, dann treffen wir uns bestimmt auf andere Veranstaltungen im Jüdischen Museum und es gibt vielleicht dann einen Hinweis oder. Starke Frauen, vielen Dank für diese sehr inspirierende, poetische, zwischen den Zeilen Abschlussabend von unserem wunderbaren Kultursommer. Ich habe genossen, ich habe auch viel gelernt. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall auch ein extra Programmpunkt über Übersetzer und Übersetzungen machen werden. Ich habe das notiert, innere Notiz. Ich möchte Sie, Publikum, sehr herzlich danken für Ihre Anwesenheit und ich wünsche allen noch einen sehr schönen Abend. Vielen Dank und kommen Sie doch noch mal wieder. Nächstes Jahr bei uns, wenn es um Jerusalem geht. Genau, nächstes Jahr Jerusalem. Vielen Dank.